Na 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 na. Ich bin Muslim, weil ich ein gottergebener Mensch sein will, weil ich neutral gegenüber anderen Religionen sein will, weil ich Menschen nicht dafür verurteilen will, woher sie kommen, wie sie aussehen, an was sie glauben. Vielmehr sind es Wörter wie Toleranz, Akzeptanz und Gleichheit für alle, die den Islam ausmachen. Der Islam ist nicht nur eine Religion für Araber. Ein Araber ist nicht mehr wert als ein Nicht-Araber. Und ein Nicht-Araber ist nicht mehr wert als ein Araber. Doch gerade der Islam überwindet die Grenzen der Nation, erobert die Herzen der Menschen weltweit. Ich kenne zig Menschen, die zum Islam übergetreten sind. Deutsche, Inder, Russen, Afrikaner, Vietnamesen und viele mehr. Genau aus diesem Grund besitzt der Islam den Ehrentitel die am schnellst wachsende Religion. Der Islam ist keine gefährliche Religion. Im Gegenteil, er ist die Religion des Friedens. Doch weshalb sind viele Menschen getäuscht? Das Stichwort ist Vorurteile. Weshalb isst du kein Schweinefleisch? Wieso die 5 Gebete täglich? Warum tragen muslimische Frauen Kopftuch? Wenn sie wirklich Antworten auf diese Fragen finden wollen, dann fragen sie nicht die Medien. Fragen sie die Muslime. Ich bin Muslim. Und du?